Einen schönen Donnerstag wünschen wir euch allen hier im Campus Radio Trier Studio, beziehungsweise in den vier Studios, zum Campus Radio Couch-Austausch. Ich bin der Markus und mit mir ist heute die Lara. Hallo. Der Julian. Servus. Und der Fabian. Jetzt hat er mir das Servus genommen, ja, hallo. Wir sind alle an ganz verschiedenen Orten in der Welt. Julian ist irgendwo, wo das Internet ganz schlecht ist. Mhm. An mir sieht man, wie gut Vectoring funktioniert mit Kupferkabeln. Ja, ich hoffe, es wird trotzdem funktionieren. Und ich hoffe, mein super tolles Spielkonzept, was ich mir ausgedacht habe, wird funktionieren. Wir haben euch letzte Woche versprochen, dass es diese Woche etwas lockerer wird. Wir haben jetzt Corona abgehakt, ist vorbei. Werden wir nicht mehr drüber reden. Ja, so ein Thema, ne? Habe ich gehört. Nicht. Und wie ihr seht, hoffentlich haben wir diesmal auch Video dabei. Unsere wunderschönen Hintergründe hier. Lara, sehr einfallsreich. Mhm. Und dieses Spiel, was ich mir ausgedacht habe, das nennt sich Die Liste. Die Liste ist eine Liste, eine Chartsliste, oder wie unser Kollege, der Joachim... So ein Zweiter Weltkriegsfilm. So, jetzt klingt so wie so die Fortsetzung von Schindlers Liste. Wir können auch den Begriff verwenden, der unser Kollege, der Joachim, verwenden würde, nämlich Hitparade. Nein, die Liste dann. Die Idee ist, ich gebe euch Begriffe aus der Popkultur, den Nachrichten, aktuellen Geschehnissen, irgend sowas. Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Und ihr müsst die nach und nach in eine Liste einordnen, damit wir am Schluss eine Top 10 von Sachen haben, die nichts miteinander zu tun hat und sagen können, so ist es, das ist die endgültige Entscheidung, das hier ist besser als das und keiner kann was anderes behaupten. Eure Aufgabe ist es, diese Einordnung zu machen und ordentlich dafür zu argumentieren, warum dieses Ding, was auch immer, an den Platz soll, wo ihr es steckt. Ich will das jetzt gar nicht länger erklären, weil sie jetzt alle nur zu Hause sitzen. Was redet der da? Das wird sich alles beim Spielen sehr schnell selbst erklären. Also pass auf. Ich fange mal ganz einfach an. Wir brauchen ja eine Base. Wir brauchen für den Anfang eine Sache, wo ihr sagt, okay, das, was ich einordne, muss davor oder danach. Und diese Base ist heute Erdbeeren. Weil das ist Erdbeersaison. In den Geschäften stehen überall Erdbeeren. Erdbeeren sind unsere Base. Das heißt, das, was ich euch gebe, oder was ich der ersten Person gebe, muss vor oder nach Erdbeeren eingeordnet werden. Also nach Beliebtheit, nach was man, dass man das, dass was man Erdbeeren du denkst, mehr mag. Wo das hingehört. Als... Ja. Ah, ja. ich fange mal an mit Lara. Lara, am Montag war May the 4th, ne? Der 4. Mai. War die Macht mit dir? Absolut, muss ich sagen, schon. Also ich glaube, das war mal seit längerem etwas, wo ich halt mehr davon gelesen habe, als von einem gewissen Virus, der momentan so rumgeht. Nicht mehr davon reden jetzt, so. Ne, deshalb. Aber ja, also mein Internet war voll davon und ich musste sagen, ich wurde mitgezogen. Hast du irgendwas da vor 14 Uhr aufgewacht? Bist du vor 14 Uhr aufgestanden, Lara? Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich bin um 12 oder um 13 Uhr aufgestanden. Ja, da war sie aber richtig mit dir, die Macht. Mhm. Die ersten Running Gags für unsere wiederkehrenden Zuhörer und Zuschauer. Lara, hast du was Star Wars-mäßiges gemacht am Star Wars-Tag? Leider tatsächlich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, also wir hätten bestimmt irgendwas geschaut, aber wir haben so einen gewissen Streaming-Dienst noch nicht, der, wo die jetzt momentan alle laufen. Ja, du kannst ihn ruhig erwähnen, wenn du es nicht machst, mach ich es. Apple TV, oder? Ja, also weil, das ist halt irgendwie so blöd, weil Disney Plus das mit einer luxemburgischen Kreditkarte in Deutschland nicht so wirklich will, weil das, glaube ich, in Luxemburg noch immer nicht raus ist. Und so. Deshalb bekomme ich kein Disney Plus mit meiner Visa-Karte, also um das zu abonnieren. Ey, ich habe kein Disney Plus. Ich habe letztes Jahr, als das in Amerika kam, alles versucht. Ich habe gesagt, so, ich will diesen Mandalorian legal schauen. Ich habe versucht mit der deutschen Kreditkarte. Ich habe dann irgendwann einem amerikanischen Kumpel gesagt, ich gebe dir Geld, wenn du es mit deiner Kreditkarte machst, damit ich schauen kann. Ich schalte ein VPN dazwischen. Nichts. Disney hat alles geblockt. Ich hatte keine Chance, bis es jetzt in Deutschland rauskam. Jetzt habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja, wenn du eine luxemburgische Kreditkarte hast, schlecht. Ja, ich konnte...
ich konnte tatsächlich ein paar Minuten im Krankenhaus gucken, weil ein Patient von mir Ami war und das geguckt hat. Von was? Von Mandalorian oder von was? Von Mandalorian, ja. Ich habe dann so ein bisschen mit dem geredet und habe dann so, ja, habe gerade eh nichts zu tun und habe dann habe ich dann das so ans Bett gestellt und das mir so ein bisschen angeguckt, bis dann die nächste Klingel ging, der nächste Patient überhaupt. Oh, klar. Ja, pass auf, die haben voll losgelegt, nämlich für den Star Wars Tag. Die haben die letzte Folge Clone Wars, eine Doku über den Mandalorian und The Rise of Skywalker, Aufstieg Skywalkers heißt er bei uns, an dem Tag auf Disney Plus rausgebracht. Wow, du hast Rise of Skywalker gesehen, oder? Ja. Würdest du sagen, der ist besser oder schlechter als Erdbeeren? Oh, das ist schwer. Wir scheitern schon an der ersten Aufgabe. Schwer, weil ich ihn im Großen und Ganzen besser wahrscheinlich fand als die zwei Filme vorher. Allerdings bin ich auch nicht der mega Riesenfan von Erdbeeren. Ich mag Erdbeeren schon, was? Aber... Ja, also das hängt davon ab. Manchmal sind Erdbeeren mir einfach zu sauer. Weil du weißt schon, was Erdbeeren sind. Ja, ich weiß, was Erdbeeren sind. Das sind die Roten. Ja. Die sind doch mega süß. Nicht immer, nein, nicht immer. Manchmal sind die furchtbar sauer. Und dann, wenn ich so eine saure erwische, dann hasse ich Erdbeeren. Aber ich würde tatsächlich sagen, Erdbeeren kann man auf viele verschiedene Arten irgendwie verwenden. Deshalb stehen bei mir Erdbeeren noch oben drüber. Doch noch oben drüber, okay. Wahrscheinlich, aber ganz knapp. Seid ihr damit einverstanden? Nein. Julian, fandest du Rise of Skywalker so gut oder was? Ich habe Rise of Skywalker noch gar nicht gesehen. Ach so! Dafür hättest du nicht Nein gesagt. Ich hab mir den aufgehoben, aber das, was ich davon gesehen habe, bin ich halt sehr hyped und deswegen. Ja. Ich bin halt nie so hyped um die Erdbeersaison wie über neuen Star Wars-Filmen und ich heb mir solche Filme immer auf. So, bis der Hype vorbei ist, dann gucke ich sie mir an. Ich bin von dem nicht so ein großer Fan von dem Film. Überhaupt nicht. Also das ist das, also ich war auch ultra hyped. Der Trailer war ja auch einfach richtig gut, muss man einfach sagen. Die wissen einfach, wie man Trailer macht. Die wissen, wie man es verkauft, ja. Die wissen, wie man es verkauft. Aber hab ich den Film gesehen und also da waren echt Sachen dabei. Da habe sogar ich die Logiklöcher gemerkt. Und ich merke sonst gar keine Logiklöcher. Also ich merke sonst wirklich so, ach so, der ist gar nicht mehr da, der Charakter. Aber ich merke so. Aber bei Rise of Skywalker, da gab's Sachen, das fand ich mehr als schwierig. Aber das letzte Drittel ist dafür richtig geil. Muss ich sagen, das letzte Drittel ist ultra gut. Aber bis man da hinkommt, boah. Ich fand das letzte Drittel am schlimmsten. Das ist das, was mich in dem Film am meisten stört. Ich finde das so ein Blödsinn. Aber das ist eine meiner Lieblingsszenen. Effektgewitter zieht immer. Ja. Pass mal auf, Fabian, lass mal bei Film bleiben, dass wir das dann abhaken, bevor das wieder alles zu sehenswert wird hier. Letzte Woche war der 8. Geburtstag vom ersten Avengers-Film und der 12. Geburtstag von Iron Man. Oh. Und Black Widow wäre eigentlich rausgekommen, wenn nicht. Stimmt. Ne? Ja. Hast du die Filme alle gesehen? Hast du alle 33 oder wie viel sind? Ich habe das komplette MCU geballert. Was ist der beste von den MCU-Filmen? Das ist jetzt unabhängig von unserem Ding hier. Oh, ganz klar Iron Man 2, nicht Spaß. Nee. Also ich finde Iron Man 1 tatsächlich richtig gut. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat, das ist Infinity War. Deutlich besser als Endgame auch. Sehe ich auch. Weil Infinity War nochmal richtig auf die Kacke gehauen hat. Mhm. Also es war so eine abgeschwächte Version von einem abgeschwächten Game of Thrones so ein bisschen. Von einer abgeschwächten Game of Thrones Folge 9. So, weil er hat schon was passiert, ne? Mit Charakteren und so. Aber ja, ich habe mir letztens auch nochmal die ersten Iron Man angeguckt, einfach ultra geiles Ding, ne? Also aus dem Nichts so ein, davor, also man muss ja sagen, Marvel war davor ja nie so krass gut oder so hype mit Superheldenfilmen, da war ja eher DC mit der Batman-Trilogie dann dabei, wobei dann ja nur Batman Begins, der ja auch super war, wo DC dann vorgelegt hat, und dann stampfen die einfach mal so einen super guten
Superheldenfilme aus dem Nichts und eröffne damit ein ganzes Universum, was das erfolgreichste Universum, Filmuniversum aller Zeiten ist. Das ist schon krass. Ja. Ich brauche dich, glaube ich, gar nicht zu fragen. Tony Stark, wo ordnest du den ein? Also jetzt zu, im Vergleich zu Star Wars 9 und Erdbeeren, oder ja, was? Genau. Ja, über. Also der ist schon, also jetzt so wie ich den als Person einschätzen würde, steht der schon über Erdbeeren. Also er ist ja schon Macher, ne? muss man mal so sagen. Der hat die Dinge einfach im Griff, der weiß, wie es läuft. Und kann coolen Stuff machen. Ja, ich würde den über Erdbeeren schicken. Super. Klar, Tony Stark, Erdbeeren, Rise of Skywalker. So sieht's aus. Ich unterstütze diesen Antrag. Ich auch. Sehr schön. Tony Stark ist ein Philanthrop, Erdbeeren und vor allem die gesamte Skywalker-Familie nicht. Ja, er ist einfach eine richtig coole Socke. Er hat eine gewisse Arroganz, aber das macht auch seinen Charme aus, finde ich. Ne? Also, absolut. Absolut. Und ich muss auch ganz einfach sagen, dass ich die Beziehung zwischen Tony Stark und Peter Parker sehr, sehr feiere. Die liebe ich einfach. Und das ist gerade in den letzten beiden, also in den Infinity War-Filmen, hat er noch mehr, für die Leute, glaube ich, noch mehr für sich eingenommen einfach. Und er ist wirklich ein sauguter Charakter. Da ganz davon abgesehen, dass der erste Film einfach, also der erste Iron Man-Film einfach brillant ist, meiner Meinung nach. Der hält sich immer noch unheimlich gut. Ich habe den nochmal geschaut, bevor das Finale kam. Und er ist immer noch einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Meine Lieblinge sind die Guardians-Filme, aber der ist schon immer noch ziemlich gut. Was ist dein Lieblings? Guardians of the Galaxy. Ja, das ist auch ganz weit vorne. Ich glaube tatsächlich, dass Iron Man auch der erste Marvel-Film war, den ich damals vor Jahren mal gesehen habe. Ich bin ja erst etwas später in dieses ganze Marvel-Universum eingetreten, sage ich jetzt mal. Hab's ja auch noch immer nicht alle gesehen, leider. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das echt mein erster Marvel-Film, den ich gesehen habe. Ich habe die ganze. So ist ja auch die Reihenfolge, ne? So, oder? Ja, oder es wird nochmal so eine Fan-Reihenfolge gemacht, da wo Filme von 2013 vor Filme von 2010 oder so geordnet wurden. Wie sie rausgekommen sind. Das ist wie bei Star Wars. Ja, fangt nicht an mit den Prequels. Das bringt doch alles nichts. Nee. Quatsch. Wirklich nicht. Julian, zu was völlig anderem. Das war jetzt genug Popkultur. Mhm. Hattest du schon Online-Seminare? Ja. Wie lief das denn? Bitte? Wie lief das denn? Eigentlich ganz okay. Nur so ein Politikseminar, wo der Dozent das relativ sneaky gelöst hat, um selten vor die Kamera zu treten, macht er nur dann Seminare, wenn genug Leute Fragen stellen zu seinen Texten. Und nach der ersten Sitzung kam keine mehr. Super, also kein Seminar war was. So mehr oder weniger, ja. Aber ansonsten funktioniert es ganz gut. Trotz schlechter Gott, Verbindung. Würde ich das einordnen? Ja, genau. Wo würde das einordnen? Das ist die Frage. Weil ich halt die schlechte Verbindung habe und die meisten Leute die Reden anhören wie so ein Dubstep-Sample, würde ich es definitiv unter Erdbeeren einordnen. Aber noch vor Rise of Skywalker? Unter Star Wars. Oh! Nee, unter Star Wars, weil Star Wars hat Unterhaltungswert. Ja, da lernt man zwar was, aber. Unterhaltungswert ist wichtiger. Ich hasse Vorstellungsrunden. Ich glaube, das ist es. Es gab halt in letzter Zeit so viele Vorstellungsrunden und bis da jeder einmal vor der Kamera gequatscht hat, in welchen Vorstellungsrunden? Ich bin auch ein Seminar. Interessiert mich doch nicht, in welchem Semester du bist und was du im Nebenfach studierst. Ja. Was du für ein Leben hast, so. Nee, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das beim Online-Seminar gemacht wird. Also ich hätte das jetzt persönlich nicht gemacht, wenn ich da ein Seminar leiten würde. Komisch. Nee, ich auch nicht. Sowas kann ich dann vollkommen verstehen. Falls das hier Profs hören, kompletter Versagungsgrund. Also nicht machen. Keine Vorstellrunden in Online-Semester. So, Student 56, dann bitte einmal so. Nee, das ist nicht gut. Das macht man nicht. Einfach raushauen. Ich habe natürlich auch keine Fragen in dem Seminar gestellt, weil ich die Texte komplett verstanden habe. Ja, natürlich. Absolut. Haben wir nichts anderes erwartet, oder? Ja, und kurz, der Prof
hat, also da muss man Fragen stellen, sonst macht er das Seminar nicht. So, das ist ja so ein bisschen so, ja, wenn keiner hier eine Frage hat, dann beende ich das jetzt hier. Es kommen irgendwann wieder Referatsseminare, aber bis dahin soll man halt in wöchentlichen Abständen so die Texte lesen von ihm. Referatsseminare über online oder was? Mhm. Ja. Oh Gott. Ja, machen aber viele. Also, dass man dann quasi eine PowerPoint-Präsentation aufnehmen soll. Ja, wie gesagt, das macht definitiv weniger Spaß, als uns darauf hinzuschauen. Ich glaube, ich würde da so eine Pappfigur von mir hinstellen, während diese Referate dann laufen. Dass ich dann immer so nickt. Wie so ein Vogel, der dieses Wasser holt. Ja, genau. Oder einfach vor die Webcam, genauso in der Größe, so etwa hier, so das Handy platzieren und so ein Video von sich, wie man immer so absolut nickt oder kritisch guckt. Die klassische, nur, dass der Dozent denkt, ja. Keanu Reeves Speed-Endlosschleife. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich Online-Seminare bis jetzt auf den letzten Platz setze. Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund. Wie ihr wisst, ist mein Rhythmus momentan etwas aus der Spur geraten. Ach so, wieso, was ist da? Bist du bis morgens um 7 wach und gehst dann pennen, oder? Das hört sich an, als ob du bis 15 Uhr schlafen würdest, Lara, ja. So krass ist es ja jetzt wohl nicht, oder? Ganz so schlimm ist es ja jetzt nicht mehr, mittlerweile. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich halt, ich habe ja nur ein Seminar und dieses Seminar ist halt freitags morgens um 10 Uhr und für mich ist das der Horror. Also ich stehe dann so auf, bin so eine halbe Leiche und bin dann schon mal froh, dass unser Dozent nicht darauf besteht, dass wir die Kamera anschalten, weil sonst würde man mich nur so da sitzen sehen und das würde bestimmt nicht sehr gut rüberkommen. Der Vorteil aber allerdings ist auch, dass ich eine halbe Stunde vorher erst aufstehen muss und nicht eineinhalb Stunden vorher. Und, wie ich stehe jetzt 10 Minuten vorher auf. Du musst doch nicht duschen. Ja, geil. Genau. Und, wenn Lara was gefragt wird, dann sagt sie immer so verpennt so, oh, Animal Crossing, was? So ungefähr. Aber ich kann halt auch da sitzen mit meiner Tasse Kaffee und zwischendurch noch irgendwie mir schnell was zu essen machen, ohne dass irgendjemand stört. Und das finde ich eigentlich schon ganz angenehm. Aber dieses Frühaufstehen vermiest es mir komplett. Ja, ich muss auch mal Partei für dich ergreifen. Mir geht's genauso. Ich glaube auch immer ewig lang wach. Auch wenn ich 4 Stunden Schlaf habe, ich schleppe mich irgendwie vor den Laptop, injiziere so einen halben Liter Kaffee und danach penne ich wahrscheinlich wieder ein. Ja. Genauso habe ich es auch vor zwei Wochen gemacht. Unsere Nummer 4 im Moment, Online-Seminare. Lara, ich bleib bei dir. Du benutzt immer noch Facebook, ne? Ja, tatsächlich glaube ich mehr als viele andere hier in Deutschland. Deshalb habe ich dich dafür rausgesucht. Ja, Luxemburg ist es tatsächlich noch sehr beliebt, meiner Meinung nach. Hast du schon den wunderschönen neuen Facebook-Emoji, die Umarmung benutzt? Ich hab den noch nicht. Wie, du hast den noch nicht? Was ist denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Umarmung. Ich hab den echt noch nicht. Ich höre das immer wieder. Aber ich hab den nicht. Und das macht mich voll traurig. Das stimmt auch voll lächerlich, ey. Hast du ihn schon gesehen? Ja, gesehen habe ich ihn auf jeden Fall. Und ich finde ihn auch irgendwie voll süß. Ich finde es nur komisch, dass die Leute den wirklich überall mittlerweile benutzen. Also das ist ja echt so, eins, soll es ja so ein Beistands-Smiley sein. So, ich drück dich mal ganz lieb, weil das voll traurig ist und so weiter. Weißt du, den könnte man mir jetzt schicken, weil ich den noch nicht habe. Ne? Aber irgendwie wird er für alles benutzt. Und das finde ich ein bisschen... Das ja, ist offiziell so, sagt Facebook, er ist, damit man in Gedanken bei den Personen sein kann, genau, von denen man getrennt ist. Und auf Englisch immer dieses in these tough times, ein Satz, den man überall auf Englisch im Moment liest. Aber die Leute benutzen ihn für alles. Ich finde den creepy, weil der Arme hat. Ich traue Emojis nicht, die Arme haben. Es gibt den, der so macht, den finde ich noch gut. Aber der hat halt nur die Hand. Aber der hier hat Arme, weil er muss ja was umarmen. Das finde ich total creepy. Wie sieht denn der aus? Macht der so? Muss auch sagen, der umarmt einen Arm. Der umarmt ein Herz. Harte Achselflecken, ey. Das ist ein Emoji, ein Smiley, wie alte Leute wie ich früher gesagt haben. und der ein Herz umarmt so. Und das ist total creepy irgendwie. Ich will ihn auch nicht benutzen. Ich kenne ihn tatsächlich nur von Memes. Also ich weiß jetzt, okay, er ist von Facebook offenbar, aber ich habe ja nur Memes gesehen. Wie das Smiley irgendwie in der Badewanne liegt mit so einem Toaster in der Hand und
Keine Ahnung. Geil. Ich muss dann nachgucken, wie der offiziell heißt. Im Deutschen heißt er Umarmungs-Emoji, weil zuerst hatte ich mir den Corona-Emoji aufgeschrieben. Und ich wusste, so heißt er mit Sicherheit nicht. Ich glaube, er heißt Care-Emoji auf Englisch. Ja, im Englischen ist es Care, bei uns ist es Umarmung. Ist ein bisschen allgemeiner im Englischen. Aber also ist ja nicht so, dass es schon genug Emojis gibt, um seine Zuneigung auszudrücken. Ja, es ist eine Reaktion. So 13 Herzen. Das Problem bei Facebook war ja immer, dass früher gab es nur die Likes. Und dann sind die irgendwann halt in die Situation gekommen, dass dann da stand, hey Leute, meine Frau hat mich verlassen, das Kind, die hat beide Kinder mitgenommen und jetzt sitze ich allein daheim, ich fühle mich total scheiße. Und dann hätten sie lassen sollen, wäre doch voll witzig gewesen. Und dann kamen halt die anderen mit dem traurigen Herz. Ich hab hier einen Aufruf gegen Tierquälerei. Guckt euch diese Tierquälerei-Bilder an. Vor allem so nach dem Motto, dass Leute so, ja nee, der hat das ja geliked, dann ist das ja okay für dich. So nach dem Motto, der hat ja kein trauriges Smiley darunter gesetzt. Ja, dann ist ja okay, wenn seine Frau weg ist und seine Kinder auch. So. Kennt ihr die ganzen, also sind nicht wirklich Memes, sondern das kommt aus irgendwelchen Foren, Reddit, Old People Using Facebook und sowas, wo alte Leute den Smiley, der vor Lachen weint, benutzen, weil sie denken, es ist der traurige Smiley. Das ist so schlimm. Und schon dann irgendwie, gestern ist meine Katze... Oma ist gestorben. Ja, meine Katze ist gestorben, meine Oma ist gestorben oder irgendwas. Und dann der Smiley... Wie geil. Stell ich mir mega gut vor. Ich habe einen schlimmen Autounfall gehabt. Und dann schreibt dein Kumpel, ja lol, Alter. So, Digga, ich hab eine Katze übergetötet. Boah, da unten ist so... Lara, ordne mal bitte den neuen Emoji in unsere Liste ein. Ja, ich bin gerade schon am Überlegen. Also ich meine, er ist ganz süß, aber er ist ziemlich unnütz und von daher würde ich ihn noch unter die Online-Seminare setzen. Boah, weil die eindeutig unter die Online-Seminare? Ich würde es jetzt nicht in Star Wars Seminare setzen. Ja, habe ich auch schon überlegt, aber irgendwie bringen Online-Seminare einem ja noch irgendwie was. Und deshalb muss ich sagen... Finde ich ein gutes Argument, ja. Und das Argument kannst du nicht enttreffen. Ja, das ist eigentlich das Killer-Argument, ja. Killer-Argument! So. Musst du doch einspielen, wenn einer so ein Argument macht, was man nicht machen kann. So ähnlich wie bei Mortal Kombat, so Fatality, so Killer-Argument irgendwie. So. Voll witzig, ja. Naja. Tony Stark, Erdbeeren... Aufstieg Skywalkers Online-Seminare, der Umarmungs-Emoji. Toll. Toll ist das bisher. Toll. Das wird auch noch immer toller. Was habe ich noch da? Oh Gott, was? Warum? Ich war. Ey, jetzt denke du schreibst sie auf die Liste, gell? Also du hast die. Ich mache Notizen, ja, die ist ja richtig. Die ist ja offiziell. Ja. Das ist ja zu Forschungszwecken, ne? Genau. Julian, du weißt, was erster in den, also pass auf, es gibt die deutschen Single-Charts und es gibt die iTunes-Charts. Ich schaue es seit Jahren nur noch in den iTunes-Charts, weil ich iTunes halt benutze. Soll jetzt keine Werbung für Apple sein, das ist nur schon ewig so. Und da ist ein kleiner Indie-Künstler, der gerade neu am Aufsteigen ist, auf Platz 1. Hast du schon mal von Mark Foster gehört? Alles, wir haben gerade eben drüber geredet, wie groß dieser Smiley ist, gell? Also, der ist mit seinem Toaster-Smiley. Mit seinem Hit Übermorgen ist der zurzeit auf der 1. Ich habe mir den Song angehört. Ist ganz anders als das, was er sonst macht. Erkennst ihn. Nee, Quatsch, ist nur Witz. Hört sich aus. Das Metal? Genau an wie alles andere, was er macht. Ich kann keinen Song von ihm auseinanderhalten. Aber ja, die Deutschen mögen es. Mark Forster hört sich auch 1:1 an wie Vincent Weiss und jeder andere austauschbare deutsche. Max Giermann. Nee, Max Giesinger. Max Giermann. Max Giesinger. So, Max Giesinger und Mark Forster kann ich nicht auseinanderhalten. Mark Forster ist tatsächlich der Grund, warum mein Vater morgens beim Frühstück das Radio ausschaltet. Also ich finde es jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt wieder etwas ganz unten in diese Liste reinsetze, aber ich muss einfach... Noch schlimmer als die Umarmung. Auch aus Symbolismus muss ich jetzt einfach ganz unten unter diesem Smiley, also weil, keine Ahnung, mit dem Smiley kann man wenigstens noch irgendwas ausdrücken und... Ja. Ich drücke Mark Forsters Text einfach nichts aus. Das kein Herz für Mark Forster. Nachher so Kommentare, so, boah, der Julian ist voll negativ, der setzt alles runter. Voll der Negative. Ich habe gehört, genau zu diesen toxischen Menschen, die ich in meinem Leben aussortieren muss. Ja, genau. Die kommt auf meine Liste ganz unten hin.
Also ich weiß nicht, wo der Hate... Ein trauriges Lied über mich schreiben. Aber stimme ich mit ein. Ich weiß nicht, wo der Hate geht, Max Voss daherkommt. Ich kann es ehrlich jetzt nicht ganz so nachvollziehen. So schlimm finde ich ihn gar nicht, weil die Ohrwürmer, es sind schon einige Ohrwürmer dabei, die er so macht. Das ist das Problem. Du sagst, so schlimm ist er gar nicht. Das ist alles, die sind alle nicht so schlimm. Die sind alle so nichts, diese ganzen... Es dümpelt alles. Es ist alles so am Dümpeln. Es ist so... Ja, es ist, Lara, es ist Teil okay. des Problems. Lara, du bist Teil des Problems. Nee, also, ich verstehe, was ihr meint. Es gibt sehr viele, also gerade in diesem Zeitraum, wo ich Mark Foster kennengelernt habe, seitdem gibt es sehr viele Künstler, die einen sehr ähnlichen Stil haben. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, was ihr meint mit SL0815. Mhm. Aber ich mag seine Stimme. Ich habe jetzt nicht sofort einen Text jetzt im Kopf von einem seiner Lieder. Da merkt man mal wieder, wie 0815 er ist. Aber so im Großen und Ganzen, ich würde ihn noch über den Care-Emoji setzen. Oh. Das mit dem Dö-Dö-Döp, war er das oder war das der Giesinger? Vincent war das war, glaube ich, Giesinger. Das ist einer von 80 Millionen. Das kam nämlich letztens noch im Radio und ich dachte so, boah, heute wird ein beschissener Tag. Geil. aber ich sag nur, Jan Böhmer meint Menschenleben tanzen Welt. Menschenleben tanzen Welt, ein König. Ich muss gerade nochmal Disney Plus erwähnen. Ich habe da mit meiner Freundin das Remake von DuckTales geschaut. Es ist super. Ah, ist echt richtig cool. Gut, ist von vor 2 Jahren. Gute Überleitung, Markus. Ja, pass auf, das kommt jetzt. Und ihr kennt bestimmt den DuckTales Titelsong, oder? Life is like a... DuckTales! Genau. Und im Englischen wurde das eben neu eingesungen von einer Frau, ist eine super Version. Und dann habe ich mal einfach den Ton geswitcht auf Deutsch, um zu hören, was sie da singen. Die haben den Text geändert, dass er besser passt, der Originaltext von aus den 80ern, das heute denkst du, bitte, was, Pluto und Goofy, alle sind bei dir, hä? Und die haben jetzt den Text mehr so an das englische Original angepasst, aber der Gesang war halt, dachte ich, haben die es jetzt echt geschafft, selbst in DuckTales diesen typischen deutschen Singer-Songwriter-Stil einzubauen? Und dann habe ich nachgeschaut, das ist tatsächlich Mark Foster, der singt. Was? Ja. Der singt den neuen. Oh Gott, wie können die nur? Das rated die nicht für die wieder ganz nach unten, die Serie. Das ist wahrscheinlich sein erster Text, der Inhalt hatte. Der hat das bestimmt noch so umgeändert, so Mark Foster, er ist cool und richtig gut, Mark Foster. Ich wollte gerade sagen, es ist doch endlich mal ein anderes Stil dann in dem Moment. So DuckTales finden ihren Weg, sie dürfen einfach nur nicht verzweifeln. Ja, alles gut, es wird alles gut, wow. So, komm, wir haben jetzt genug den Mark gedisst. Ich habe noch was den für Mark, dich, Fabian. Den armen Mark. Ah ja, für mich, ja. Pass auf, diesen Freitag, ne? Morgen. Ist, Was? Diesen Freitag? Morgen? Nee, ja, morgen ist ja Freitag. Morgen ist Mittwoch. Nein. Du bist total mit den Tagen durcheinander, Fabian. Morgen ist Freitag. So, pass auf. Also dann habe ich aber frei und melde mich beim Krankenhaus ab. So. Leute, ich komme doch nicht. Nee, lasst euch nicht durcheinander bringen, Leute. Morgen ist Freitag. Und da ist Welteseltag, ne? Okay, ah ja, klar. Ja, okay. Pass auf. Der, das ist interessant. Ratzig Ark heißt der Mann. Ich weiß nicht, wo der her ist. Das ist ein Wissenschaftler für Wüstentiere. Der hat den erfunden. Der hat nämlich vor ein paar Jahren... Den Eseltag. Welteseltag. Hat das gemacht? Nee. Der hat gesagt, die Esel werden nicht genug geschätzt. Die leisten so harte Arbeit, die werden nicht genug geschätzt. Er hat eine Facebook-Gruppe eröffnet und hat gesagt, hey Leute, guck mal, die Esel, die kriegen einfach nicht genug Love. Dann haben ihm alle so ein Care-Emoji geschickt. Ja, wollte ich ganz sagen. Die ganzen Medien haben das übernommen und das ist dann immer größer geworden bis zu dem Punkt, dass eben jetzt mittlerweile die Medienallberichte, Leute, heute ist Welteseltag, denkt an die Esel, die sind super. Und meine Frage an dich ist, wie super sind die, wo würdest du sie einordnen? Tony Stark, Erdbeeren, Aufstieg Skywalkers, Online-Seminare, Care-Emoji, Mark Forster. Und jetzt die Esel. Okay, die Esel. Also die Esel, jetzt kommen wir mal hier, jetzt werden wir mal ernsthaft. Die Esel sind ja Packtiere, ja? Die wurden früher ganz häufig verwendet, damit Landwirte oder Bauern ihren Shit tragen, damit Tiere das tragen konnten, ja? Und Esel waren dafür ja gemacht, haben auch oft in Bergminen gearbeitet, habe ich im Phantasialand in der Bergminenbahn gelernt.
Da steht immer Esel, so mechanische Esel, da weiß ich, ah ja, Esel wurden für Berganbau genutzt. aber Esel kannst du halt nutzen, die sind, denke ich, also sind jetzt nicht hübsch, so, ne, Esel sind jetzt keine, haben jetzt ja keine schönen Gesichter, sage ich mal. Oh, ich finde das jetzt schon ein bisschen aber, hart, aber... Aber dafür haben sie einen riesigen Pimmel. Ja, aber da haben sie das, glaube ich, tatsächlich. Aber Esel sind auf jeden Fall Nutztiere und Nutztiere würde ich über Rise of Skywalker stellen. Aber also unter Erdbeeren. Unter Erdbeeren, ja, doch, doch, doch. Weil Erdbeeren, die von denen kannst du dich ernähren. Gut, von Eseln kannst du dich vielleicht auch ernähren. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Esel gegessen. Es gibt Eselwurst, das weiß ich. Wir vergessen mal nicht, wie lange, also wie viel auf den Rücken von Eseln gelastet hat. Ja, stimmt. Griechen über eine Zeit hinweg, wo Griechen sich anscheinend nur mit Eseln von A nach B bewegen konnten. Die waren ja, aber nur Griechen. Alle anderen rustikal für Pferde. Ja. Die waren zu arg für Pferde. Aber die. Außerdem haben Esel Charakter. Esel haben Kacke. Wenn die auf etwas keinen Bock haben, dann machen die es nicht. Also Pferde kannst du ja irgendwo noch bis zu einem gewissen Grad zu Dingen zwingen, auch wenn ich dagegen bin, dass man sowas macht. Entschuldigung, dass du Pferde von den Gleisen runterzugehen, dann macht der Esel das nicht, auch wenn der zukommt. Ja, ja. Ja, oh, was war das? Warte, was war das? Das war doch irgendein Film. Das war irgendein Film. Schuh des Manitou, Alter. Ja, stimmt. Es kam da runter, bitte. Der Esel einfach so. Und der Esel einfach so. Ich habe keinerlei Erinnerung an diesen Film. Ich habe den seit. Oh, Schuh des Manitou ist super. Das musst du machen, der ist so gut. Der ist super gut. Der ist echt super geil. Kann es nicht sein, also ich habe letztens noch mal ein paar Clips gesehen, kann es nicht sein, dass wenn ich ihn heute gucke, mir denke, das ist schon hart homophob. Ja, an vielen Stellen. Ja, das ist jetzt nicht so homophob. Es ist jetzt, muss ich sagen, nicht so homophob wie manche amerikanischen Komödien aus der Zeit. Ja, das muss man durchaus sagen. Also es ist, und ich denke, Raumschiff so Surprise kritisch, ist noch mal ein Tick homophober. Würde ich fast behaupten. Wir können ein Ranking machen, wie homophob sind die Bully Herbig-Filme. Ja, habt ihr Ballon gesehen? Der war ja homophob. Der ist super. Wer den noch nicht gesehen hat, Ballon, richtig guter deutscher Filler. Aber nee, Esel, ja, ist die Frage, stelle ich Esel jetzt über Erdbeeren? Also ich denke für das, was Esel ableisten, ja, und abgeleistet haben über die Jahrhunderte, wo wir noch keine Autos und etc. haben, kann man denen schon mal Props geben und sagen, Esel, die stelle ich über Erdbeeren. Machen wir. Würde ich auch machen. Sehr schön. Das kann man schon einfach machen. Mir ist noch ein bisschen zu viel Harmonie. Das machen die noch hier. Eine Revolution gegen uns. Mir ist noch ein bisschen zu viel Harmonie hier. Ich bin mal gespannt, wenn nachher die Joker-Runde kommt, ob dann überhaupt viel passiert. Aber. Die Anarchie. Ich mach dich fertig! So einfach, verdammt, also ich mach dich tot! Wir haben 7 Sachen der Liste, ne? Wir brauchen noch 3. Und ich habe euch gesagt, für die letzte Runde. Warte, liegt ihm. Müsst ihr mir Sachen sagen. Da habe ich nichts, sondern da habe ich nur einen Input, den ich euch gebe. Jetzt pass mal auf. Also ich weiß noch nicht, was jetzt auf die Liste kommt. Ich sag jetzt einfach zu Julian: Julian, was war der letzte Film, den du gesehen hast? Was war der letzte Film, den ich gesehen habe? Ocean's 11. Oh, das ist kein schlechter Film. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo würdest du denn Ocean's 11 hinmachen? Wo würde ich Ocean's 11 hinmachen? Ich würde ihn definitiv über Star Wars machen. Also über diesen Star Wars-Teil, weil der ist um einiges unterhaltsamer, finde ich, persönlich. Ich finde, wenn du ihn nicht gesehen hast, den 9., vielleicht haut er dich ja vom Hocker. Du hast gerade gesagt, du findest ihn nicht so geil, wie du gedacht hast, oder? Also vom Erwartungswert. Ich kann jetzt nur von meinem Erwartungswert, vom Unterhaltungswert ausgehen. Weil ich, die Oceans-Reihe, die habe ich ganz ehrlich, die habe ich halt von einem Abend durchgesuchtet, weil ich habe das auch sehr lange auf sich warten lassen, bis ich mir die Ocean-Filme mal angeguckt habe. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr gemacht. Letztes Jahr habe ich meinen ersten Ocean geguckt. Und die haben mich super unterhalten. Aber es ist die Frage, stelle ich es über Erdbeeren? Also Erdbeeren ist ja irgendwie hier so gerade so die Basis, ne? Ja, die Base. Ich finde, die kriegen nicht genug Love hier, die Erdbeeren. Also Erdbeeren finde ich schon ziemlich geil. Ich
habe auf jeden Fall jetzt Lust, auf Erdbeeren. Hast du Ocean's Eleven gesehen, Lara? Ocean's Eleven, das ist einer der ersten, ne? Der erste. Genau. Der Ocean's 10, weißt du? Nee, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Der neue, das ist der Ocean's 8, ne? Der, wo die Frauen das Ocean's 10 oder so, oder? Ich dachte, nur Ocean's 8, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ocean's 8, genug berühmte schweizische Schauspielerin hier nicht. Ja. Ocean's 11 finde ich eigentlich brillant. Ich habe die als junges immer gerne geschaut und ganz ehrlich, es gibt zwei Argumente, die mich absolut überzeugen. George Clooney. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Leo mit? DiCaprio spielt da doch nicht mit. Ja, George Clooney. Selbes Alter, Leonardo DiCaprio, George Clooney. Aber genau, die beiden überzeugen mich da ziemlich. Ob ich sie über Erdbeeren stellen würde, wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich, ich glaube, es ist nach Erdbeeren kommt Rise of the Skywalker, ne? Also von daher dann dazwischen. Du stellst aber über Erdbeeren, ne, Julian? Ich stelle sie über Erdbeeren, ne? Ich weiß nicht. Hinter Esel. Ja, ich finde den Film nicht so toll, wie immer alle machen. Er ist okay, aber ich habe den vor einem Jahr oder so zum zweiten Mal geschaut. Ich habe ihn seit 10 Jahren nicht gesehen und habe gedacht, boah, bestimmt habe ich damals nur einen schlechten Tag gehabt. Ne? Ich wieder, ja, das war wieder so. Das kann sein. Es ist auch schon sehr, sehr lange her, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Männer in schicken Anzügen beim darumstehen zu gucken. Und es hat noch das typische 90er-Jahre-Klischee, wo die Männer am Anfang, wenn sie total Loser sind, alle ein Bart haben und dann, wenn sie sich endlich zu richtigen Männern werden, alle rasieren und dann sind sie richtige Männer. Das war damals nämlich in Filmen noch in den 90ern so. Ja, also vor allem, es ist ja keine Originalidee, also es ist ja ein Remake von den 60ern mit Frank Sinatra sogar, glaube ich. Den wollte ich auch mal gucken, aber ich hab Ocean's 11 echt als Kind gesehen und weiß noch, dass ich gesagt habe, ja, der war cool. Aber mein Papa gefragt, ja, warum fandst du den cool? Ja, da ist ein Auto explodiert. Super. Weil da das Auto von dem Andy Garcia explodiert. Aber ich muss den auch noch mal gucken. Ich weiß nur, dass ich Ocean 13 halt nicht so geil fand, aber Ocean 12 glaube ich schon. Ich muss da auch noch mal sehen. Keine Ahnung. 13 habe ich nie gesehen. Lara, du bist dran. Ich habe auch für dich das Letzte, was du gemacht hast. Was war die letzte Band oder der letzte Künstler, den du live gesehen hast? Ach, das ist eine sehr schöne Frage. Die Antwort. Oh! Das nice. War ja dann in der Rock Hall vor einem halben ganz Jahr, genau, richtig? Ganz genau. Und nice. Ich weiß noch, als das Ding ist halt, das war seit Jahren, wollte ich die Antwort sehen und die hatten sich ja dann irgendwie mal, wie gesagt, die würden aufhören. Da war ich am Boden zerstört. Plötzlich kam die Nachricht, die Antwort kommt. Und ich war, wir müssen uns sofort am ersten Tag Tickets kaufen, sonst sind die alle ausverkauft. Die Rockhall waren nie ausverkauft. Ja, weil nicht. Die Antwort ist auch nicht so, also die sind schon bekannt, aber die sind jetzt nicht so groß, dass die eine Rockhall sind. Ich war überrascht. Also der Neffe meiner Freundin war mit seiner Mama, also mit meiner Schwägerin da. Und der ist 13, die sind da gemeinsam mal eine Nachtparty machen gegangen. Und die haben dann gesagt, Rockhall. Und ich dachte, hä, Rockhall, die Antwort? Kriegen die überhaupt das Atelier voll? Also nichts gegen die Antwort. Aber sind die so groß? Können die da überhaupt Drogen nehmen? Darf da was geschmissen werden? Von der 13-Jährige. Ich hab sie auf dem Ring gesehen. Ich hab die Antwort auf dem Ring gesehen. Und so ein Ding, was ich so gesehen habe, weil ich Leuten in die Augen geguckt habe, ich glaube, ihr könnt es euch denken. Also hat jemand von euch noch nicht die Antwort mal live gesehen? Ich habe sie nicht live gesehen, nee. Ich habe sie auch noch nicht live gesehen. Ich kenne sie halt, die Musik und durch Chappie, durch den Film. Ah ja. Ja, da ist gibt ja dieses eine Mädchen und diesen Typen und den DJ. So, ich erinnere mich dran, dass das Mädchen, beziehungsweise die Frau, die hat Yolandi. Hatte, wie nennt man das, nicht Kontaktlinsen, sondern wie so eine Folie auf den Augen, so dass die Augen komplett schwarz waren. Und die ist eigentlich auf den Augen gesprungen und hat irgendwelche Geräusche ins Mikrofon gemacht, so
Also die waren, glaube ich, selber nicht so nüchtern auf der Bühne. Nee, ja. Nicht. Nee, also im Großen und Ganzen, ich habe halt auch gedacht, da würde mehr Ansturm sein. War es schlussendlich nicht, aber das war auch ganz angenehm, dass man wirklich ein bisschen auch Platz hatte dann in der Halle, um ein bisschen zu tanzen, um ein bisschen abzugeben. Daniel Dreves war mit mir, war auch mit auf dem Konzert. Und, Campus Radio DJ Daniel Dreves. Genau. Und ich muss sagen, es war wahrscheinlich eines der besten Konzerte, wo ich bis jetzt war. Ich habe mich super amüsiert. Wow. Ich war schweißgebadet danach vom Tanzen. Nice, das ist immer das Geilste. Zwischendurch mal so schnappatmen, weil ich keine Kondition mehr hatte. Aber ich fand auch, dass die Show auf ihre eigene Art und Weise echt cool war. Es ist natürlich, jeder mag was anderes. Ne? Ich liebe die Antwort. Also es ist für mich absolut wahrscheinlich einer meiner Lieblingsbands, Gruppen, wie man auch immer dazu nennen will. Haben die schon eine krasse Band-Historie? Haben die schon viele Alben? Ich habe mich noch nicht so mit denen beschäftigt. Wie ist das? Oder sind die so alle 10 Jahre mal ein Album? Wie sind die drauf? Wie lange gibt es die überhaupt? Und wenn sie weißt das? Bock drauf, so ein Album. Ich weiß gerade gar nicht, welches Album wann rausgekommen ist. Aber die gibt es schon über 10 Jahre auf jeden Fall. Aber die gibt's ja, schon wie lange gibt es die oder wie viele Alben haben die? Daran kann man ja so ein Maß festlegen, wie produktiv die sind, keine Ahnung. Ich kann dir das gleich schnell mal googeln. Aber also im Großen und Ganzen, aber die haben schon einiges an Musik rausgebracht, muss ich echt sagen. Also das ist schon, da kommt schon einiges zusammen. Und die bringen auch regelmäßig immer wieder Musik raus. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so. Seit den 90ern. Krass. Seit den 90ern sind die aktiv. Oder nee, seit 2009. Also als Einzelkünstler waren sie anscheinend vorher schon aktiv. Aber gegründet haben sie sich tatsächlich erst 2009. Ach, krass. Ja, das hört sich nach Top 3 an, oder? Also wahrscheinlich, weil ich halt einfach echt so ein großer Fan bin, würde ich es tatsächlich noch über Tony Stark setzen. Boah, okay. Hart. Wow. 9 Mal. Ja. Und das ist kontrovers. Ja, eigentlich mal. 5 Alben. 5 Alben? 5 Alben haben sie seitdem rausgegeben. Mhm. Mit Doppel-O-R-D wird es geschrieben, oder? Ja, genau. Mit komischen Namen. Also das erste Album 2009 hieß SOS. Wohlgemerkt das S als Dollarzeichen. So hat man das 2009 gemacht, ja. Ja, ich kenne auch ein paar Videos, die haben sehr crazy Videos. Die sind die afrikanischer Herkunft irgendwie? Südafrikaner, ne? Ja, genau. Stimmt. Südafrikaner, die sprechen tatsächlich dann auch dieses Englisch, das man dort spricht. Afrikaans heißt es, Afrikaans, genau. Das ist so ein bisschen von Afrikanisch und Holländisch beeinflusst. Also ich höre ganz oft irgendwie so holländischer Einfluss in der Sprache. Antwort ist ja praktisch, also es ist Afrikaans, aber es ist auch, glaube ich, Holländisch für Antwort. Ja, für die Schreibweise auch so ein bisschen, ja. Fabian, letzte Serie, die du gesehen hast. Letzte Serie, die ich gesehen habe. Ich weiß, du bist viel beschäftigt. Überlege ich, war es Community oder war es... Nee, ich glaube, es war tatsächlich Community. Ist ja, komplett durchgeschaut? Nee. Ich habe das mit meiner Freundin mal angefangen. Eigentlich haben wir Tiger King geguckt und ich finde Tiger King auch ultra geil. Also mir gefällt das richtig gut. Ich habe es dann auch mit meiner Schwester geguckt. Das ist richtig cool. Meiner Freundin ist das alles ein bisschen zu... amerikanisch. Sie hinterfragt alles so. Ja, als ob die ihren Mann getötet hat und so. Und das kann man doch alles. Da bin ich mir sicher. Lass mal lieber dabei bleiben, weil ich hatte tatsächlich ursprünglich Tiger King mal drin und wusste nicht, wer es von euch gesehen hat. Lass mal bei Tiger King einfach bleiben. Also, ja, nee, dann Tiger King, obwohl noch kurz Community angefangen, bitte angucken. Sehr underrated Serie. Super, super witzige Serie. So, Tiger King. Lara, was hast du zu Tiger King gesagt? Es ist tatsächlich Tiger King. Es ist sehr amerikanisch. Das ist ultra crazy. Ich muss auch sagen, also die Leute da drin sind sowas von abgefuckt. Also das ist für mich unverständlich. Ja. Aber das hat einen Unterhaltungswert, Leute. Ein Unterhaltungswert, der ist nicht zu toppen. Und einer, der diese Zeit hier mitmacht, der muss Tiger King kennen, weil ich glaube, keine Serie oder keine Dokumentation ist so gehypt, vor allem in Amerika, wie Tiger King für den Moment. Bei uns auch. Einfach nur, weil alle Zeit haben zu gucken.
Das stimmt, das stimmt. Ja, sonst wird das, glaube ich, richtig. Ja, was? Ich mag die Tiger zu sehr, als dass ich mir die ganze Zeit einen Käfig anschauen kann. Ja, ja, ich fühle dazu sehr mit. Das war mein erster Gedanke, als sie das erste Mal die Frau gezeigt haben. Die ihren Mann. Einfach zu viel. Ne? Carol Baskin. Genau. Und aktuelle Info dazu. Aktuelle Info. Die Polizei hat da tatsächlich den Fall wieder aufgerollt. Ja. Und ermittelt wieder gegen die. Ah ja, krass. Aber ich fand das halt so geil, als die dann eben die ersten Folgen lang immer gesagt hat, ja, ich bin erst bei Folge 4, ne? Nee, das ist so, da spoil ich ja dir nichts, aber dass die am Anfang eben sagt, ja, ich will die Tiger retten, die armen Tiger, die sind da ja alle gefangen in den ganzen Käfigen. Ja. Und dann rettet die Tiger und steckt sie in Käfige. Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum schifft die denn nicht nach Asien aus? Dann hat aber meine Schwester gesagt, ja nee, Fabi, die holt ja nur Tiger, die in häuslicher Haltung waren, also die schon entfremdet wurden. Und wenn du die halt einfach in den Dschungel steckst, dann verrecken die so. Genau, also du würdest. So, das ist halt das Ding. Und die sagen ja auch so, ja, wir fassen die Tiger nicht an, was ja auch was Gutes ist. Aber dann sieht man so, dass die in der Vorgeschichte genau dasselbe gemacht hat. Die hat ein Video-Tutorial gemacht, wie man Tiger von ihrer Mutter entfremdet. ja, und ich bin erst bei Folge 4, also keine Ahnung, ob da noch was da noch abgeht, aber die Serie, die geht auch so steil, auch wegen der, weil wir jetzt alle Zeit haben, ich weiß nicht, ob die untergegangen wäre, wenn wir jetzt in unserem Netflix-Trott, weil Netflix einfach viele Produktionen raushaut, viel zu viel, so viel Schrott ist dabei, das ist unnormal, haben wir schon mal drüber. Lara mag es ja sehr. Ich mag ja auch Netflix, aber man muss immer ein bisschen differenzieren. Aber, ich mag die Trash-Formate, die sind so brillant dämlich. Ich kann mir die ganze Zeit rein. Ich wette, du hast Finger weg durchgesucht. Ja. Da kommt jetzt im Morgen eine Reunion-Folge raus. Ja. Ich weiß nicht. Ganz kurz, Finger weg, folgendes Konzept, wieder so richtig durchtrainierte Affen, die auf hyperdimensionale Möpse treffen, die einfach nur im Fernsehen geil sind, die auf eine krasse Villa treffen und die sind alle super geil und haben alle Bock aufeinander, so yeah. Und die dürfen alles machen, außer Vögeln. Und knutschen. Genau, ich habe mir auch diesen Trailer angeguckt. Ist das eine amerikanische Serie oder eine deutsche Serie? Natürlich. Eine Ami-Serie. Also auf jeden Fall Englisch, also aus Englisch. Ja, oder heißt das Hands-Off vielleicht sogar. Ja, genau, dieses, ist es Hands-Off? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, die Kandidaten kommen aus Amerika, England, Kanada und Australien, also alle, den ganzen englischsprachigen Bereich. Aber ja, das Konzept, das ist einfach, die sind sowas von horny die ganze Zeit. Dumm. Das ist so dumm. Das war aber das Nächste auf der Liste. Die verlieren Geld, wenn die sich küssen und so. Aber dann machen sie es. Das ist so vorhersehbar. Ja. Das ist so vorhersehbar. Der einzige Grund, sich das anzugucken, ist es der Typ mit dem Sixpack oder der Typ mit dem Eightpack, der die komisch... Ja. Weißt du, was sie machen müssen? Welche Tussi macht er wohl an? Wen macht er wohl an? Wenn sie vögeln. So, das wär's mal, ey. Ja, dann wäre die nächste Schule. Innerhalb von einer folgende Orgie, das wäre ja auch unlustig. Ja, echt so. Ich bin mir sogar fast sicher, dass die alle am ersten Tag miteinander gevögelt haben, weil die einfach diese Szenen rausgeführt haben. Ich wette, selbst als Kamerateam hat die gevögelt. man muss bedenken, dass dahinter eigentlich eine voll schöne Message steckt, weil die versuchen, die Leute da ein bisschen dazu zu sensibilisieren, anständige und tiefgründige Beziehungen anzubieten. Das ist ja auch noch der Witz, dass die versuchen, da ernsthafte Botschaften zu vermitteln. Wollen die mich verarschen? So. Ja, das ist voll die intellektuelle Serie. Hallo. Das ist, als würdest du einem Sechsjährigen sagen, ey, du bist zu fett. Du bist zu fett und du darfst keine Süßigkeiten mehr essen. Hier, stell dich mal bitte in diesen Raum rein mit diesem Tisch voller Süßigkeiten und gib es ein. Ja, es sagt doch auch keiner, ja, Kevin, was hat dich zum Abnehmen bewegt? Was mich zum Abnehmen bewegt hat, ganz klar, The Biggest Loser. Sagt doch auch keiner. So, weißt du. Aber mal zum Thema, Fabian, wo würdest du den Tiger King ein... Ja, die Antwort Tony Stark, Azel, Ocean's 11, mein Gott. Rise of Skywalker Online-Seminare, Umarmungs-Emoji, Mark Forster. Wo kommt der Tiger King hin? Also, tust du dir nicht an.
Ich würde über, also tatsächlich, noch kurz ein Fact dazu. Nicolas Cage wird in der Dramaserie zu Tiger King spielen, und zwar Joe Exotic. Und ich glaube, damit hat er nochmal einen genialen Schachzug gemacht, weil Nicolas Cage spielt ja nur noch in Schrott mit. Er hat auch geile Filme, Mandy zum Beispiel und so, aber es sind so Horror-Freaky-Filme. Ich glaube, das ist ein richtig geiler Schachzug, weil er dadurch nochmal so viel Geld machen wird und so viele Leute werden diese Serie gucken. Also ich glaube, die wird so durch die Decke gehen, wenn es halt gut ist natürlich, gell? Aber nee, ich würde es, glaube ich, sogar vor die Antwort, weil ich mit der Antwort nicht so viel anfangen kann. Auf Platz 1 also. Boah, ist das Platz 1? Ja. Ach so, warte. Boah, ich hoffe, du bist von Eseln. Nee, dann kann ich... Nee, ich habe ja noch nicht komplett geguckt. Kann ja auch sein, dass die letzten 4 Folgen einfach nur scheiße sind. Da passiert gar nichts mehr in den letzten 4 Folgen. Wird total langweilig. Ja, genau. Da sieht man nur noch Tiger, die rumspielen. So. Wird so eine richtige Tierdoku. Unser Planet. Die Antwort, Tony Stark, Esel, Ocean's 11 ist im Moment die Top 4. Dann setze ich vor Esel. Ja. Also hinter Tony Stark, okay. Ja, Tony Stark ist immer noch cool. Damit haben wir eine vorläufige Top 10. Vorläufig, das ist noch nicht das Ende. Hitzige Debatte. Oh, krass, die Antwort, Tony Stark, Tiger King, Esel, Ocean's 11, Erdbeeren, Rise of Skywalker, Online-Seminare, das Umarmungs-Emoji und Mark Forster. Oh, Mark Forster hat richtig gelitten, also Wir kommen jetzt. Ich finde das so schön. Wir kommen jetzt zur Joker-Runde. Ich bin mal gespannt, ob wir die Joker-Runde überhaupt brauchen, weil es ja nicht so kontrovers war. Ich gehe jetzt reihum. Ich mache das jetzt, glaube ich, Lara, Julian, Fabian, weil das auch eben die Reihenfolge war. Ich habe das nicht so durchdacht. Ihr habt jetzt einen Joker, das heißt, ihr dürft eine Sache in der Liste 2 Plätze nach oben oder nach unten setzen. Das kann euch keiner wegnehmen. Keiner kann da was dagegen sagen, das ist einfach so. Und danach kommt etwas, das heißt, das letzte Wort. Das bin dann ich, weil ich dürfte noch gar nichts mitbestimmen. Ich darf dann eine Sache 3 Plätze hoch oder runter setzen. Das ist das Einzige, was ich machen darf. Ganz am Schluss. Das sind die Erdbeeren, ich wette. Wir werden sehen. Lara, hast du irgendwas, wo du mit unzufrieden bist? Ich soll es nochmal vorlesen. Nein, eigentlich habe ich es so im Kopf. Also kannst du gerne nochmal vorlesen, wenn du willst, aber. Ich habe ja schon gerade, wenn sie du hast, im Kopf. Sag mal bitte, wenn du irgendwas eigentlich hast. Eigentlich weiß ich es, aber sag nochmal. eigentlich bin ich zufrieden. Kann ich die Antwort nochmal 2 Plätze noch weiter hochsetzen, damit sie nicht um ersten Platz fliegen? Oh, das ist assi. Nee, das geht nicht. Die Antwort ist nur, wenn erster, du kannst was anderes. Aber wie gesagt, Antwort, Tony Stark, Tiger King, Esel, oh. Ocean's 11, Erdbeeren, einfach, Rise of Skywalker. Ja? Ganz einfach, um euch richtig, richtig zu dissen, setze ich Mark Forster 2 Stellen hoch. Boah. Okay. Mark. Was ist jetzt letztes? Esel. Nee, der Umarmungs-Emoji. Und damit bin ich komplett okay. Okay, ich habe schon eine Ahnung, was Turing jetzt macht. Ja, muss tatsächlich jetzt ein Opfer bringen. Aber da ich ein großer Fan von Zen-Philosophie bin, lasse ich meine Entscheidung jetzt nicht von Hass beeinflussen. Ich stehe stellvertretend für eine Bewegung jetzt ein. Und zwar... setze ich die Esel 2 Plätze nach oben. Ja! Nice, okay. Also die Esel sind damit auf Platz 2 hinter der Antwort. Damit kann ich leben. Vor Tony Stark. Ich finde das so richtig. Nichts anderes haben die Esel verdient. Tony Stark ist ein Mann, die Esel sind ein Haufen Esel. Genau. Fabian, die Antwort Esel. Ja, Tony Stark, Tiger King. Das ist schon ein Mann gegen Millionen Esel. Erdbeeren, The Rise of Skywalker, ja. Mark Forster, Online-Seminar, Umarmungs-Emoji. Also diese sehr rührende Geste von Julian hat mich berührt, tief drin, muss ich sagen. Und Tony Stark ist ja immer noch fiktiv. Also den gibt's ja leider nicht. Mhm. Das wäre geil, aber den gibt's ja leider nicht. Und Esel sind ja existent. Und ja, ich gebe die Esel auf Platz 1. Geht die nach ganz oben. Wow. Ja, das ist die Retourkutsche für Mark Forster. Die Demokraten danken dir. Ja, genau. Und
Und jetzt müsste Markus, ja, die Esel drei Plätze runter. Nee, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde das mit Mark Forster blöd, der gehört auf den letzten Platz, sonst nirgends hin. Aber ich kann Laras Entscheidung ja nicht rückgängig machen. Du hast doch noch recht. Drei nach unten oder drei nach oben darfst du noch sehen, ja, aber nicht, oder? Das, was Lara gemacht hat, das kann ich nicht rückgängig machen. Das heißt, ich könnte was anderes nach hinten setzen oder etwas hinter Mark Forster nach oben setzen. Das will ich aber eigentlich nicht, weil Lara hat es schon richtig gesagt, das ist mit den Erdbeeren, das geht gar nicht. Die Erdbeeren, die kommen nochmal drei Plätze nach oben. Vor Tony Stark, die kommen auf drei. Nice. Geil. Womit wir eine Liste haben. Wir haben ein offizielles Endergebnis. Wir haben eine Liste. Auf Platz 10, letzter, das Umarmungs-Emoji. Vielleicht ein Umarmungs-Emoji für das Umarmungs-Emoji. Ja. Oder ein Kopfschuss-Emoji für das Umarmungs-Emoji. Die Online-Seminare auf 9. Mark Forster hat es auf 8 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Aufstieg Skywalkers auf 7. Immer noch hinter Ocean's 11 auf 6. Tiger King auf 5. Tony Stark auf 4. Erdbeeren auf 3. Die Antwort auf 2. Und unsere Nummer 1, der König des heutigen Tages, die Esel. The Donkeys. Damit bin ich absolut einverstanden. Ich gönn's den Eseln. Aber die Esel haben's verdient. Gebt den Esel Karotten, wenn ihr sie seht. Die mögen Karotten, glaube ich. Nachher sterben die da dran, oder? Keine Ahnung. Aber nicht versuchen zu streicheln, die beißen. Ja. Das liegt aber an der jahrelangen Unterdrückung. Ja, genau. Das ist nur das Zeichen des inneren Aufruhrs im Esel. Da kommt noch was. Die Esel Return. Ich hoffe, euch hat dieses großartige Konzept gefallen. Also euch drei, mir ist das egal, wie es euch war, ich meine die Zuhörer. Und wenn es einen gefallen hat, machen wir es vielleicht irgendwann nochmal. Vielleicht machen wir dann irgendwann eine Best-of mit verschiedenen Gewinnern und so. Mal schauen. Ich plane das schon wieder viel zu weit. Wenn die Leute uns sagen wollen, ob es ihnen gefallen hat. Lara, wie machen sie das? Ja, ganz einfach. Ihr könnt euch gerne per Social Media, also über Facebook oder Instagram, gerne bei uns melden. Natürlich könnt ihr es auch viel einfacher machen und einfach hier unten drunter in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und Twitter auch. Genau, Twitter. Unser Twitter-Account ist wieder am Leben. Das heißt, auch da könnt ihr uns Bescheid geben, wie ihr das Ganze gefunden habt. Also los, gebt uns euer Feedback, gebt uns eure Kritik. Wir freuen uns drüber. Und was soll ich sagen? Ansonsten, nächste Woche gibt es wieder was völlig anderes. Vielleicht auch mal endlich ohne mich, Fabian und Lara und manchen anderen Leuten. Vielleicht wieder mit Julian. Was? Ansonsten, wie gesagt, jede Woche neue Couch-Austausch. Hört euch auch unsere Shows in der Mixcloud an. Da ist Julian diese Woche auch dabei mit Campus Mario. Mit einer der professionellsten Shows beim Campus Radio. Großartig aufgenommen, wie ich gehört habe. Julian, über was geht's? Teamspeak. schon direkt die Erwartungen so nach ganz oben gesetzt. Und jetzt musste aber was kommen. Und dann die Folge war irgendwie asynchron oder so. Es geht um den deutschen Videospielpreis, richtig? Ja, genau. Es ging um den deutschen Videospielpreis. Wir haben über das neue Assassin's Creed gesprochen, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Das ist ein neues Assassin's Creed angekündigt. Valhalla. Erkennt das wie Odin sagt, mit dem zweiten sieht man besser. Ich werde immer kritisiert für den Gag. Weiß jemand, was das ist, Julian? Bitte? Erkennt man das hier? Nicht direkt. Ist das ein Speed-Pin? Nein. Ja, ich hätte es auch vermutet. Jetzt du den Pin. Ich weiß nicht, wie gut der erkennbar ist. Der ist von blau. Undertale. Was? Uiuiui. Undertale-Pin. Genau, und es geht vor allem auch um die neuen Polen, die jetzt kommen, ne? Also PlayStation 5 und Xbox Series X. Wer ist jetzt eigentlich der Bessere und spielt das überhaupt eine Rolle? Ja. Eine der Shows in der Mixcloud. Da also unsere Musikshows und unsere anderen Shows. Ansonsten nächste Woche wieder gleicher Ort, gleiche Zeit. Unser Couch-Austausch. Vielen Dank an Fabian, Julian, Lara und ich bedanke mich bei mir selbst. War eine gute Idee. Lang leben die Esel. Tschüss. Genau, lang leben die Esel. Lang leben die Esel.